Hör zu. Es sieht nicht nach viel aus, aber diese alte Schönheit überlebte Generationen. 3, um genau zu sein. Das hört sich gut an, denke ich. Na dann, ich sollte lieber gehen. Pass auf sie gut auf. Wir sollten uns das mal anschauen, Flunkiefer. Flunkiefer? Wow, das ist groß. Deswegen wollte der alte Mann die Hütte nicht aufgeben. Hm? Werde jetzt Arenaleiter in deiner eigenen Geheimbasis? Was ist das? Wenn du dein eigener Arenaleiter wirst, kannst du egal welches Pokémon benutzen und deine eigenen Kampfregeln aufstellen? Ha! Ich glaube, das ist der Ort. Hä? Ich habe auf dich gewartet, Maike. Willkommen in meiner Arena. Willst du zu mir? Dann musst du erst durch alle Hindernisse kommen. Okay, dann sehen wir uns später wieder. Nein, warte. Wenn du mich besiegst, bekommst du diese Puppe. Na gut. An diesem Tag wusste Maike, dass sie vielen Hindernissen begegnen würde. Für sie wirkte es wie eine halbe Ewigkeit. Sie hatte großen Mut und Entschlossenheit. Aber Briggs perfektes Wissen über Pokémon-Arena-Designs war so brillant durchdacht. Willst du nur dastehen und den Erzähler spielen oder willst du mich herausfordern? Okay, lass uns kämpfen. Also dieser Kampf wird ein 1-gegen-1-Pokémon-Kampf. Wer als erstes alle Pokémon des Gegners besiegt, hat gewonnen. Okay, los geht's. Los, Flunkiefer. Flunkiefer. Auf geht's, Vulpix! Vulpix! Flunkiefer, setz Eisenabwehr ein! Vulpix, Funkenflug! Vulpix! Ha! Schnell, Flunkiefer! Knirscher! Setz noch einmal Funkenflug ein! Vulpix! Sieht so aus, als hätte ich dich in die Enge getrieben. Ich hab nicht erwartet, dass du so weit kommst, Maike. Flunkiefer, benutz Zeitenlärm! Was zum... Flunkiefer kann kein Zeitenlärm. Aber jetzt schon! Meine Arena, meine Regeln! Flunkiefer, benutze sie jetzt! Hm.